Hallo zusammen und herzlich willkommen heute zu einer neuen Folge. Und heute geht es mal um einen kleinen Vergleich, den ich machen möchte, beziehungsweise den ich, ja, eigentlich kann man diesen Vergleich nicht machen, weil ich möchte einfach mal den alten Kia Soul EV mit dem neuen Kia e-Soul vergleichen. Doch die sind so unterschiedlich, dass es mir echt schwer fällt, die überhaupt miteinander vergleichen zu können. Also bleibt dran, bis gleich. Hallo zusammen und herzlich willkommen heute zu Folge 79. Und um was geht es heute? Es geht heute um diese beiden Autos hier, um den Kia Soul EV und den Kia e-Soul. Die beiden möchte ich jetzt mal miteinander vergleichen, was mir nicht leicht fällt, weil sie doch so unterschiedlich sind, obwohl es eigentlich, ich sag mal, Mutter und Tochter sind oder Vater und Sohn oder wie auch immer man das nennen mag. Ja, von der Grundkarosserie her sind die beiden Fahrzeuge zwar identisch, aber was da drin steckt, ist sowas von unterschiedlich. Und auch von den Fahreigenschaften her, also was ich mit beiden Fahrzeugen jetzt gefahren bin, da ist schon, ich will nicht sagen ein himmelweiter Unterschied, aber es ist schon ein ganz schöner Unterschied drin zu sehen oder zu spüren vielmehr, wenn man mit diesen Autos fährt. Und ja, ich fange jetzt ganz einfach mal an. Ich habe mir hier ein paar Notizen gemacht und blende euch auch wieder meine schönen Tabellen ein, damit ihr das auch gleich ein wenig mitlesen könnt. Und wie fängt man einen Vergleich an? Und ja, ich würde sagen, ich fange jetzt einfach mal mit den technischen Daten ein wenig an. Und da möchte ich jetzt ganz einfach erstmal auf die Abmessung eingehen, denn da sieht man erstmal, dass die wirklich relativ, ja, identisch sind. Ja, der Kia Soul EV, also der alte Soul, der hat eine Länge von 4,14 Meter, währenddessen der neue e-Soul eine Länge von 4,19 Meter, ja, knapp 4,20 Meter hat, also rund 5,5 cm oder 5,6 cm länger ist. Die Breite teilen sich beide Modelle mit 1,80 Meter und hier sei schon mal vorgewarnt, der alte Soul EV hat eine Gesamtbreite inklusive Spiegel von 2,10 Meter. Also Baustellen, Strecken auf der Autobahn, linke Fahrstreifen ist da tabu, wenn der auf 2 Meter begrenzt ist. Das sollte man immer im Auge behalten. Und ich denke mal, der neue Soul EV bzw. e-Soul, der wird nicht schmaler sein mit den ausgeklappten Spiegeln, weil die sehen Minimum genauso groß aus. Ja, gehen wir noch auf die Höhe ein. Da hat sich nicht so viel getan. Das sind gerade mal 7 mm, die der neue Soul größer oder höher ist. Bei dem alten sind es 1,59 Meter, bei den neuen sind es 1,60 Meter. Ja, der Radstand hat sich etwas verlängert, um ganze 3 cm ist der gewachsen von 2,57 Meter auf 2,60 Meter. Ein richtig schöner Unterschied ist jetzt zu sehen beim Kofferraum. Der alte Kofferraum hatte ein Volumen von 281 Liter, der neue von 315. Bei umgeklappter Rücksitzbank waren es beim alten 891 Liter und beim neuen sind es 1339. Also da hat der neue Kia e-Soul ganz schön zugelegt. So, gehen wir jetzt nochmal aufs Leergewicht. Da gibt es noch ein wenig Differenzen. Und zwar haben wir ein Leergewicht, ja, je nachdem, welche Variante man da halt auch nimmt. Beim alten Soul EV sind es 1534 Kilo und beim neuen Soul, je nachdem, welche Motor- und Akku-Variante ihr nehmt, in Verbindung mit dem jeweiligen Ausstattungspaket bzw. Ausstattungslinie, habt ihr beim 39,2 Kilowattstunden Akku ein Gewicht von 1610 bis 1668 Kilo und beim 64 Kilowattstunden Akku von 1757 bis 1833 Kilo. Zuladen dürft ihr die Fahrzeuge, den Soul EV, also den alten Soul, 426 Kilo, den
eSol mit dem kleinen Akku sind es 347 bis 423 Kilo. Beim großen Akku sind es 357 bis 415 Kilo. Also die Zuladung hat abgenommen. Das muss man auch beachten, wenn man dieses Fahrzeug fährt. Das Gesamtgewicht. Beim alten Soul sind es 1960 Kilo, beim neuen mit dem kleinen Akku 2025 Kilo und beim großen Akku 2180 Kilo. Ja, ich habe ja schon erwähnt, die Akkukapazitäten. Der alte Soul hatte 30, beziehungsweise der ganz alte, was heißt ganz alte, also die erste Variante von dem Kia Soul EV hatte sogar nur 24 Kilowattstunden und dann wurde er halt vergrößert auf ganze 30 Kilowattstunden. Der neue Soul, der hat entweder 39,2 Kilowattstunden oder aber 64 Kilowattstunden, je nachdem, welche Akkuvariante ihr wählt. Ja, beim Verbrauch hat sich nichts großartig getan. Der wurde angegeben nach dem WLTP-Messzyklus mit 14,3 für den alten und für den neuen mit 14,2 Kilowattstunden auf 100 Kilometer. Ja, die Reichweiten werden angegeben bei dem alten Soul EV mit 210 Kilometer und für die neuen 277 bzw. 452 Kilometer. Das Ganze kann sich dann noch ein wenig aufbauschen, wenn ihr damit in die Stadt fahrt, dann habt ihr 360 bzw. 587 Kilometer Reichweite. Und der Verbrauch in der Stadt wird angegeben für beide Varianten mit 10,9 Kilowattstunden auf 100 Kilometer. Jetzt fragt ihr euch wahrscheinlich, warum sind denn bei den neuen Varianten die Verbräuche beide gleich? Na, das ist ganz einfach. Das hängt mit der Motorisierung zusammen. Der neue hat ja in der 39,2 Kilowattstunden Ausführung, also wo der Akku 39,2 Kilowattstunden leistet, 100 kW, das sind 136 PS. Und in der 64 Kilowattstunden Variante hat der Motor 150 kW bzw. 204 PS. Und alleine durch die mehr Leistung kann er das Gewicht auch wieder wettmachen und verbraucht im Endeffekt genauso viel. Ja, jetzt gehe ich nochmal ganz kurz auf die Ladetechnik ein. Da ist beim alten Soul EV halt ein Typ 1 bzw. CHAdeMO verbaut und beim neuen eSoul sind es CCS bzw. Typ 2 ist dort verbaut. Ja, der AC-Lader, da wurde beim alten ein 6,6 kW-Lader verbaut, im neuen ein 7,2. Die Ladeleistung bei DC wurde bei dem alten angegeben. Da habe ich jetzt unterschiedliche Werte komischerweise herausgefunden, was die Herrschaften hier schreiben. Komischerweise schreiben sie in allen Varianten bis 100 kW Ladeleistung. Erfahrungsgemäß ist das dann irgendwo so bei 75 gewesen. Viel weiter sind die noch nicht drüber hinausgekommen. Das kann mit der Software zusammenhängen, das kann mit der Akkutemperatur zusammenhängen. Also da würde ich jetzt mal sagen, 100 ist vielleicht machbar von der Technik her. Aber nicht immer möglich, weil halt die ja, Umgebungssituation es einfach nicht hergeben. So, dann kommen wir nochmal zu der maximalen Höchstgeschwindigkeit. Der alte hat eine Höchstgeschwindigkeit von 145 Stundenkilometer und der neue Soul 155 bzw. 167 Stundenkilometer. Ja, da bin ich jetzt aber auch schon durch mit den technischen Daten. Drehmoment ist vielleicht noch interessant für die Techniker unter euch. Die alte Soul EV hatte ein Drehmoment von 285 Newtonmeter und die neuen Varianten haben beide ein Drehmoment von 395 Newtonmeter. So, dann gehe ich jetzt mal weiter und wo es halt wirklich schwierig ist, beide Varianten miteinander zu vergleichen, das ist halt die Ausstattung. Insofern, dass es halt in dem neuen eSol Dinge verbaut gibt, die es im alten gar nicht gab. Also wenn ich jetzt alleine an diese ganzen Sicherheitsfeatures denke, wie Spurhalteassistent, Notbremsassistent oder diesen adaptiven Tempomaten mit Stop-and-Go-Funktion, das gab es alles im Soul EV nicht.
Und davon abgesehen wurde beim neuen Zoll auch noch an der Karosseriesteifigkeit etwas geändert. Da wurden halt noch einige Partien verstärkt, die halt ja, vielleicht noch einen kleinen Schwachpunkt dargestellt haben. Ich möchte jetzt ganz einfach mal jetzt als nächstes auf die Preise eingehen. Da will ich jetzt aber wirklich nicht jeden Pupskram einzeln ausrechnen, was das Ganze kostet. Ich habe hier mal so ein bisschen was zusammengeschrieben. Die Preislisten sind bei Kia immer schön übersichtlich. Da gibt es halt nicht viel, was man auswählen kann. Wenn wir jetzt ganz einfach mal anschauen, wir haben einen Grundpreis beim alten Kia Soul EV mit 30 Kilowattstunden Akku. In der Plug-Version waren es 29.490 Euro und in der Play-Version, die also schon ein wenig besser ausgestattet war, sind es 31.390 Euro. Dann gehe ich jetzt weiter auf das neue Modell, den e-Soul. Da haben wir halt die beiden Akkupakete und somit auch schon mal unterschiedliche Preise. Edition 7 wären es 33.990 Euro bzw. 37.790 Euro. Beim Vision sind es 37.590 Euro bzw. 41.390 Euro und beim Spirit 39.390 Euro bzw. 43.190 Euro. So, dann habe ich mal spaßenshalber den Maximalpreis ausgerechnet, der mit den einzelnen Ausstattungslinien und Versionen halt überhaupt machbar ist. Da ist es bei dem alten Zoll EV ganz einfach. Da gibt es halt nur die Play-Variante mit dem Komfortpaket, dem Panoramadach. Mehr konnte man nicht zuordern. Da war halt der Komplettpreis, wenn ich jetzt volle Hütte nehme, bei 33.780 Euro. Volle Hütte bei dem alten heißt noch lange nicht, dass er genauso gut ausgestattet ist wie jetzt beispielsweise die Edition 7 oder die Vision-Version oder Linie vielmehr beim e-Soul. Da sind es dann nämlich schon mal, wenn ich jetzt einfach mal den Edition 7 als Einsteiger nehme, für den kleinen Akku 39,2 Kilowattstunden sind es 35.280 Euro, wenn der Wagen voll ausgestattet ist, weil da geht nicht viel rein. Also je nachdem, welche Ausstattungsvariante ihr nehmt oder beziehungsweise Ausstattungslinie, könnt ihr auch nur dementsprechend zugeordnete ja, Extras dazu buchen. Also ihr könnt für die Grundvariante nicht die Extras zu buchen, die jetzt für die Spirit-Variante beispielsweise zu haben sind. Und wenn ich jetzt nochmal den 64 Kilowattstunden Akku dazu nehme, sind das 39.080. Also da sind halt gerade mal 3.800 Euro Preisunterschied. Ich gehe jetzt nochmal auf den Spirit ein, den anderen könnt ihr gerade mal selbst überfliegen. Da sind 41.570 bzw. 45.370 Euro. Wie gesagt, da sind Sachen drin, die gibt es in Edition 7 nicht. So, jetzt gehe ich nochmal ganz kurz auf die Pakete ein, beziehungsweise auf einige Sachen, die ihr halt dazu buchen könnt. Und wenn ihr die Tabelle hier gerade seht, wisst ihr, was ich meine. Man kann halt nicht überall die Sachen dazu buchen, wie man sie gerne haben möchte. Man muss schon dementsprechende Ausstattungslinien haben, um das Ganze tun zu können. Und wie gesagt, beim alten Kia Soul EV gab es ja das Komfortpaket. Das waren halt diese veganen Ledersitze mit Sitzlüftung, Sitzheizung vorne und hinten. Und dieses ambiente Beleuchtung hatte er noch drin gehabt. Dieses Paket hat halt 1.400 Euro Aufpreis gekostet. Dann gab es noch das Panorama-Glasdach nur in der Play-Variante. Und auch nur in einer Single-Color-Ausstattung, also mit einer Einfarblackierung. Und das Glasschiebedach, also das Panoramaschiebedach vielmehr, hat dann 990 Euro Aufpreis gekostet. Ich sag's mal so, vom Raumgefühl her ist das wirklich klasse und nimmt auch nicht so den Platz im Innenraum weg, wie jetzt beispielsweise das Schiebedach vom neuen Kia e-Soul. So, bei den Farben ist es übrigens so, dass beim alten Kia Soul EV alle Farbvarianten inklusive waren. Also da konnte man wählen, Einfarblackierung oder Zweifarblackierung, dementsprechend halt höchstens Einbußen hinnehmen, dass man kein Panoramaglasdach gekriegt hat bei der Zweifarblackierung. So, gehe ich jetzt mal weiter auf den neuen e-Soul. Dann haben wir die Edition 7. Da kann ich lediglich dazu buchen,
das Eco-Paket. Und also beim Paket 1, Eco-Paket nennt sich das, das ist dann halt für die Edition 7 zu haben für 1290 Euro. Da wäre das Vorheizsystem für die Batterie und die Wärmepumpe für eine effizientere Innenraumklimatisierung. Also das Ganze kostet dann schon 1290 Aufpreis und ist bei Vision und Spirit serienmäßig. So, dann gehe ich noch runter, dann kann ich halt Ladekabel zubuchen. Das ist, je nachdem, welche Stärke ihr haben wollt, könnt ihr dementsprechend zubuchen. Dann kommen wir zur Lackierung. Bei dem neuen e-Soul ist das Sparkling Silver Metallic serienmäßig in allen drei Ausstattungslinien. Wollt ihr dann aber noch eine Metallic-Lackierung außerhalb dieser Sparkling Silver Metallic-Lackierung haben, dann kostet die 590 Euro Aufpreis in allen Ausstattungslinien. Möchtet ihr denn das Weiß oder White Pearl Metallic haben, dann sind es schon 790 Euro, die ihr noch extra bezahlen müsst. Dann geht es noch weiter mit der Zweifarblackierung. Da gibt es einen kleinen Unterschied, nämlich Weiß mit rotem Dach kostet nur 300 Euro Aufpreis. Nehmt ihr aber die andere Zweifarblackierung, dann sind es schon 890 Euro. So, gehe ich dann nochmal zur Vision-Variante über. Da kommt dann noch dazu, kann ich dazu buchen, das Technologiepaket. Da lese ich jetzt mal wieder ab, was das ist. Für 960 Euro. Induktive Ladestation für Smartphones. Aktiver Querverkehrswarner zur Erkennung von Fahrzeugen im toten Winkel beim Querausparken. Dann haben wir Spurwechselassistent mit Totwinkelwarner, Blindspot, Collision, Warning. Und den Parksensoren vorne. Und jetzt kommen wir zu den Spirit. Der hat drei Pakete, die man noch dazu buchen kann. Wobei ein Paket, komme ich gleich noch drauf, halt limitiert ist. So, fangen wir mal an mit dem Paket 3. Das ist das Glasschiebedach. Da habe ich mal ausgemessen, beziehungsweise brauchte ich gar nicht messen. Da steht sogar im Prospekt drin. Das Glasschiebedach hat, nimmt vom Innenraum, von der Innenraumhöhe 4 cm Platz weg. Das sollte man beachten, wenn man etwas größer ist und dementsprechend Kopffreiheit braucht. Ich für meinen Teil würde wahrscheinlich das Schiebedach nicht nehmen, nicht weil ich zu wenig Platz hätte. Also ich würde ungefähr die Hälfte von Platz hergeben, den ich sowieso noch hätte über dem Kopf. Aber ich weiß nicht, diese kleine Luke gefällt mir einfach irgendwo nicht so. Das fand ich auch so beim E-Niro ist auch diese kleine Schiebedachluke drin, die ist nicht so tief, also das ist irgendwie so, weiter ist das nicht, das sind vielleicht 30 cm oder 35 cm, dieser Schiebedach tief ist, das weiß ich nicht, also gefällt mir persönlich nicht so, aber das ist halt wie gesagt mein Geschmack. Das nächste Paket, was ihr dazu buchen könnt, ist das Lederpaket und das würde ich persönlich dazu buchen. Da lese ich mal ganz schnell vor, damit ich nichts vergesse. Lederpaket, Lederausstattung mit Sitz, Kontaktflächen in Echtleder, Sitzheizung hinten für die äußeren Sitzplätze. So, Sitzventilation vorne, Fahrer- und Beifahrersitz achtfach elektrisch einstellbar, Fahrersitz mit zweifach elektrisch einstellbarer Lendenwirbelstütze. So, warum sage ich, würde ich das nehmen? Ganz einfach, zwar kostet dieses Paket jetzt 1490 Aufpreis. Das nächste Paket, wo auch elektrische Sitze drin wären, die ich wirklich sehr gut finde, wäre das Lounge-Paket für 500 und, nein, da habe ich mich verschrieben, nein, doch 590 Euro, genau, gerade in der Liste verguckt. Das Lounge-Paket nur so lange Vorrat reicht, das heißt, es ist eine limitierte Auflage und so viel, wie ich mitbekommen habe, ist die schon weg. Aber da müsst ihr nochmal beim Händler nachfragen, eventuell stehen da noch ein paar Fahrzeuge irgendwo rum. So, Fahrer- und Beifahrersitz achtfach elektrisch verstellbar, also das gleiche wie bei den Ledersitzen. Fahrersitz mit zweifach elektrisch einstellbarer Lendenwirbelstütze. Ja, die Sitzbezüge in Stoff-Leder-Kombination mit hochwertiger Ledernachbildung. Das sind also Kunstledersitze sozusagen an den Flanken. Und die Türaußengriffe in Chrom. Jetzt habe ich aber auch schon Varianten gesehen mit der Echtlederausstattung, die hatten auch Chromgriffe. Eigentlich gibt es die Chromgriffe nur mit dem Lounge-Paket. Ich vermute mal, das sind die ersten Modelle gewesen, die rausgekommen sind und an die Händler weitergegeben wurden. Und die hatten halt dementsprechend das Paket drin gehabt mit den Chromgriffen und dann hatte man aber das Lounge-Paket nicht mehr und hat da vielleicht die Ledersitze reingeballert. Warum würde ich die Ledersitze nehmen, möchte ich noch ganz kurz erwähnen.
Ich bin von den Ledersitzen aus dem alten Kia Soul EV so total begeistert, weil die haben eine Sitzlüftung drin und die Sitzlüftung spart einen Großteil der Klimaanlage. Teilweise braucht man die gar nicht, weil man tatsächlich mit normaler Lüftung oder mit geöffneten Fenstern, wenn man in der Stadt unterwegs ist, und der Sitzventilation genügend Kühlung erfährt, sodass man die Klimaanlage gar nicht braucht, die mehr Strom verbrauchen würde. Hinzu kommt noch, was ich ganz interessant finde, dass halt die Sitzheizung vorne dreistufig ist, also man kann sie etwas feiner dosieren. Und hinten halt auf den äußeren Sitzplätzen gibt es auch eine Sitzheizung. Finde ich gar nicht mal so schlecht, dann braucht man wirklich nicht so viel Energie aufbringen, weil die meiste Energie verbraucht halt wirklich die Heizung. Und damit könnte man sich das Ganze so ein bisschen einsparen. Wenn ihr euch diese beiden Autos von außen anseht, dann werdet ihr feststellen, die sehen ja eigentlich so von der Grundform her, vom Dach, von der ganzen Dachlinie, von diesen kastenförmigen, dass der Wagen halt recht steile Seitenscheiben hat, vorne eine große Windschutzscheibe und hinten doch relativ gerade abfällt. Und die Dachlinie, ja, die fällt nur ganz leicht nach hinten ab. Da werdet ihr feststellen, dass eigentlich so das Innere von diesem Auto, also die Fahrgastzelle als solches, von der Grundform her gleich geblieben ist. Ich habe es ja vorhin schon erwähnt, die Struktur wurde verstärkt. Also da hat man noch ein paar Metallschichten, wo mehr eingebracht oder härtere Metalle. Und ja, ansonsten sind sie relativ gleich. Jetzt vergleichen wir mal so ein bisschen die Optik von vorne. Da finde ich den neuen E-Soul etwas erwachsener geworden. Irgendwie wirkt er ganz einfach mit der neuen Formsprache der Front erwachsener, etwas bulliger, etwas kräftiger, etwas maskuliner, wenn dessen der alte so ein bisschen mehr die verspielte Form gibt. Die haben ihn einfach weiterentwickelt. Also von der Optik her gesehen, wie gesagt, er wirkt erwachsener und der Vorteil, den er halt hat gegenüber den alten Soul EV, er hat LED-Scheinwerfer. Ansonsten die Form, wie ich schon gesagt habe, gefällt mir ganz gut, also oder eigentlich besser wie vom alten Modell. Er wirkt halt wirklich irgendwo, ich sag mal, erwachsener, als wenn er aus seiner Pubertät rausgekommen ist und jetzt erwachsen dasteht. Die Seitenansicht ist bis auf ein paar kleine Linienveränderungen, sage ich mal, gleich geblieben. Er hat hinten das hintere Seitenfenster, was halt hinter der zweiten Tür kommt. Das ist größer geworden. Man sieht es auch, wenn man vorne sitzt, nach hinten guckt und einparken will beispielsweise oder halt den Verkehr beobachten will, wenn man abbiegt. Man hat nach hinten einen etwas besseren Durchblick. Das ist aber wirklich minimal, weil das Fenster wirkt von außen größer, wie es eigentlich von innen ist, weil diese dicke, fette Verkleidung da noch ringsrum geht. Und so viel sieht man dann im Endeffekt doch nicht. So, wenn ich jetzt die Ansicht von hinten mir angucke, dann ja, sind da Parallelen drin, wobei ja der alte Soul EV seitlich die Rückleuchten stehen hatte und jetzt haben wir halt wie so eine Spange rumgehend dieses Rückleuchtenband, was unten ja fast ja, wie so eine Klammer vom Klammeraffen, der jetzt wahrscheinlich noch zupacken will. Finde ich bei dem neuen, je nachdem welche Farbe das Auto hat, gut bis schlecht. Also mir ist mal aufgefallen, so beim weißen Modell mit dem roten Dach sieht das irgendwie nicht so toll aus. Beim blauen wirkt es ja schon etwas besser, aber wenn der Wagen dieses Mars-Orange Metallic hat, sieht diese Heckleuchte richtig mega geil aus, weil sie sozusagen von der Farbe nicht mehr so einen starken Kontrast darstellt. Und das Fahrzeug bulliger wirken lässt. Also mit dieser Spange, das mag man gar nicht glauben, sobald sich die Farbe verändert von der Karosserie, wirkt das Auto mit mal viel mächtiger, viel breiter. Und so mit dem Blauen wirkt er eigentlich so ein bisschen kompakter mehr. So viel erstmal zum Äußeren, wobei einen äußeren Punkt habe ich noch, der mir sehr gut gefällt. Das ist aber bei beiden Fahrzeugen so, wobei es mir bei dem E-Soul, bei dem neuen Soul noch einen Ticken besser gefällt, irgendwie von der Haptik her. Die Türgriffe, also wenn man die Türen aufmacht, bei beiden hat man richtig massive Türgriffe in der Hand, wo man reingreift und dann den Griff nach außen zieht. Und ich finde so,
gerade weil ich auch ein bisschen längere Finger habe, ist das ja irgendwie massiver wirkt das, wenn man da anfasst und die Tür aufmacht. Auch die Tür hat einen ganz anderen Klang. Aber da komme ich gleich noch in den nächsten Punkten drauf. Und da gehen wir jetzt einfach nochmal über in den Innenraum und gucken uns mal die Ausstattungsdetails an. Ja, gehen wir nochmal zu den Ausstattungsdetails ein im Innenraum. Und da gibt es halt ja eigentlich eine ganze Menge von Ausstattungsdetails, die der neue Soul EV hat, wenn wir hier einfach mal die Sicherheitsfeatures nehmen, was da schon alles drin ist. Wir haben bei den Airbags, nehmen Sie sich beide nichts, die haben beide 6 Airbags. Aber der neue, was ich ja schon erwähnt habe, hatten die Querverkehrswarner, Spurhalteassistent, ABS mit Bremskraftverstärker, hatten sie beide gehabt, Berganfahrhilfe, Bremsassistent. Dann haben wir 3-Punkt-Sicherheitsgurte mit Gurtkraftbegrenzer an allen Sitzplätzen, vorne höhenverstellbar, ESC, also elektronisches Stabilitätsprogramm mit Traction Control oder Traktionskontrolle, Frontkollisionswarner, der ist nämlich auch neu, mit Fußgängererkennung und Gegenlenkunterstützung hat er noch drin. Was haben wir noch? Gurtwarnsystem für alle Sitzplätze. Klar, hatte der halt auch schon Isofix-Kopfstützen. Müdigkeitswarner, der ist neu. Dann hat der neue eSoul eCall drin. Das ist ja dieses neue Notrufsystem, was die Fahrzeuge jetzt alle serienmäßig haben müssen. Und das habe ich ja auch schon im Video gezeigt. Blende ich hier auch nochmal ein. Das ist halt diese rote Taste hinter Glas, die oben an der Innenraumbeleuchtung oberhalb vom Rückspiegel sitzt. SOS-Funktion, sprich, wenn ihr mit diesem Fahrzeug einen Unfall haben solltet, was ich euch nicht wünsche und was auch um Gottes Willen bitte schön nicht passieren sollte, dann wäre halt diese Geschichte, dass jetzt durch den Crash-Sensor oder über den Crash halt, ist ein Crash-Sensor, gibt es im Fahrzeug, Entschuldigung, das war gerade am Mikrofon, wenn ihr einen Unfall habt, wird der sozusagen aktiviert, was dazu führt, dass automatisch ein Notruf abgesetzt wird. Das ist jetzt europaweit Vorschrift und dafür ist dieser Button. Ihr könnt diesen aber auch drücken, ich weiß jetzt nicht genau, wie das geht, wahrscheinlich entweder Scheibe eindrücken oder aber vorher die Scheibe runterziehen, weil die kann man hier, glaube ich, so raushebeln. Das ist ein Deckel. Okay, wollte ich jetzt aber auch nicht dran rumfummeln. Und dann könnt ihr den Knopf drücken und bekommt halt automatisch eine Verbindung mit der Notrufzentrale und könnt von da dann halt oder über da halt Hilfe anfordern. So, es gibt da noch einen Spurwechselassistenten und ja, wie gesagt, diese ganzen Features hatte der Wagen nicht. Jetzt bin ich ihn ja auch Probe gefahren, also beide bin ich Probe gefahren und da ist es dann halt so, dass die Bedienung bei beiden Fahrzeugen ja nahezu gleich ist. Einige Sachen sind ein bisschen umgestellt worden, gerade am Lenkrad. Es ist auch ein bisschen gewöhnungsbedürftig, wenn man halt diese beiden Lenkrad-Schalteransammlung links und rechts, sage ich mal jetzt ganz einfach so ganz salopp sieht, was man da alles mitmachen muss oder machen kann, welche Einstellung. Und ich habe es dann auch ein bisschen falsch bedient. Ich bin zwar schon den e-Niro vorher mal gefahren, aber bei den beiden Souls ist das nochmal anders. Und selbst zwischen den beiden Souls gibt es auch Unterschiede in der Bedienung. Und um da noch einmal kurz drauf einzugehen, Bremsassistenten habe ich ja gesagt, den hatte ich auch schon mal unfreiwillig ausprobiert. Ich hatte da halt Situationen gehabt, wo mir dann jemand vors Auto gefahren ist. Und gerade in dem Moment, wo der Assistent anfängt loszufahren, also die Stop-and-Go-Funktion weiterfährt und da kommt jemand dazwischen und ich bin es gewohnt, vom Volvo mit einem Fuß halt über das Bremspedal den Tempomaten auszukicken, da hat er gleich gedacht, das ist eine Notsituation und hat eine Vollbremsung hingelegt. Das ist aber, denke ich mal, ein Bedienungsfehler, weil ich hätte wahrscheinlich eher auf die Null-Taste tippen sollen am Lenkrad, um den Tempomaten auszuschalten. Dann wäre der Wagen einfach ausgerollt und ich hätte ihn ganz sanft abbremsen können. Das sind halt so einige Sachen, da muss man sich dran gewöhnen. Also das ist halt, was mir nicht so gut gefallen hat oder nicht so gut gefällt, ist halt, wenn ich diese ganzen Assistenzsysteme aktivieren will, muss ich das über das Menü machen. Das heißt, ich habe halt beispielsweise einen Tempomaten, ich habe den Abstandstempomaten, ich habe den Spurhalteassistenten, alle drei zusammen ergeben halt sozusagen eine Art, ja, Autopilot, will ich mal so sagen. Und
Ich kann sie aber nur über das Lenkrad gesamt einschalten oder gesamt wieder ausschalten. Das heißt, ich kann jetzt nicht sagen, ich möchte einfach nur den Tempomaten haben, vielleicht nur den adaptiven Tempomaten, dass er halt zum Vordermann immer den Abstand hält. Aber den Spurhalteassistenten möchte ich noch nicht haben, also beziehungsweise den aktiven Spurhalteassistenten. Vielleicht gibt es da auch eine Funktion und ich habe sie noch nicht gefunden. Dann könnt ihr das gerne mal in den Kommentaren schreiben. So wie ich das sehe, muss man das immer übers Menü machen. Wenn ich jetzt aber am Fahren bin, welchen Teufel tun, da im Menü rumzublättern, weil das für mich alles viel zu klein ist. Da muss ich viel zu lange drauf gucken, bis ich dann die Position gefunden habe. Zumal auch, das ist auch beim Alten schon gewesen und das ist auch beim E-Niro so gewesen, oder ist es so, dass wenn man im Menü rumblättert und sich einen Menüpunkt raussucht, dann ist der Text meinetwegen so lang und das Fenster ist aber nur so klein. Das heißt, der Text läuft dann durch. Dieses Menü steigt aber irgendwie nach 2 oder 3 Sekunden nichts tun aus und springt wieder auf die Normalposition zurück, was man vorher eingegeben hat. Das heißt, man kann den Text gar nicht bis zu Ende lesen. Es geht gar nicht, weil er gar nicht so schnell den Text durchblättert. Jetzt weiß ich teilweise gar nicht, was klicke ich denn da an, weil ich kann den Text nicht lesen. Klar, ich kann jetzt erstmal im Betriebshandbuch nachgucken, was sind das denn überhaupt für Optionen, die ich da auswählen kann, und dann kann ich mir das einstellen. Irgendwann, denke ich mal, wenn man die Übung drauf hat, kann man das Ganze auch blind steuern. Das dürfte dann auch kein Problem sein. Aber solange man damit noch nicht so vertraut ist, ist es wirklich eine Sache, wo ich sage, ich fummel da während der Fahrt nicht dran rum. Also ich stelle mir das gerne alles ein und sage, ich würde jetzt gerne den Tempomaten, lasse dann vielleicht den Spurhalteassistenten weg. In der Stadt ist es eh ein bisschen nervig mit diesen ganzen Verschränkungen und sowas. Und dann muss man mal ausweichen, weil da wieder einer in zweite Reihe parkt. Ihr kennt das ja alles. Dann fängt das Ding immer an zu piepen. Was mir noch aufgefallen ist, wenn ihr mal diesen adaptiven Spurhalteassistenten benutzt. Ich hatte anfangs immer das Gefühl gehabt, der Wagen fährt verdammt weit links. Das ist aber nur ein Gefühl, weil wenn ihr in beide Außenspiegel guckt, werdet ihr sehen, der fährt genau in der Mitte. Und das merkt man gerade, wenn er anfängt, denn selbst gegenzulenken, und man will immer so ein bisschen weiter nach rechts sein, aber er fängt ja wieder an, nach links zu lenken, also ist schon ganz komisch gewesen. Und ich vermute mal, das ist einfach wirklich nur so, weil man den Blickwinkel vorne über die Haube nicht gewohnt ist, wie viel Platz habe ich jetzt noch zur Seite, wie genau in der Mitte fahre ich denn jetzt, und deswegen wird der Wagen halt sagen, nee, ich sehe es genau von der Mitte aus gesehen, ich gucke genau drauf. Das ist die Mitte der Fahrspur und dementsprechend musst du noch ein Stück weiter nach links fahren. Das sind aber so Kleinigkeiten. Ja, jetzt möchte ich nochmal gerne auf den Innenraum eingehen. Da habe ich ja schon des Öfteren in meinen Videos gesagt, das ist einfach ein Auto wie ein Maßanzug für mich. Also bei meiner Größe habe ich vorne also locker eine Faustplatz bis zum Dach hin. Hinten sind es ungefähr so 2,5 bis 3 Querfinger noch, die Platz sind. Und ich habe schon im Video gesagt, die Sitze im neuen E-Soul sind, obwohl die alten super waren, also da kann man wirklich nichts gegen sagen, die Sitze im neuen E-Soul sind noch einen großen Tick besser wie die alten. Also ich finde, sie sind ein bisschen aufgepolstert worden, sie sind passgenauer, sie schmiegen sich etwas besser ein. Die Sitze aus dem Kia Soul EV, die waren schon so, ich setze mich rein und es passt. Aber bei dem neuen E-Soul, vielleicht liegt das jetzt auch am Lounge-Paket oder auch bei den Ledersitzen, die mögen auch so sein, ist es so, die schmiegen einen noch so ein bisschen ein, man hat so ein bisschen mehr Halt und sie sind nicht ganz so weich, sie sind härter abgestuft. Also ich habe abgestimmt vom Kern her, also von dem Schaumstoff, der da drin ist, sind sie einen Ticken härter und man sinkt nicht so ein. Was mir gerade hinten aufgefallen ist, auf der Rücksitzbank, wenn ich mir zwar die Videos jetzt angucke, die Bilder angucke, ich habe das Gefühl gehabt, ich habe hinten mehr Beinauflage. Das liegt aber auch daran, dass das Sitzpolster, wo man drauf sitzt, etwas fester ist und man nicht so tief einsinkt. Und ich habe das Gefühl, dass der Sitz auch höher ist, also die Sitzbank hinten. Das kann jetzt aber auch wirklich subjektiv sein, weil eigentlich nur das Sitzpolster sich verändert hat und so ein bisschen die Ausformung des Sitzes. Also ich fand, im neuen E-Soul sitzt man hinten wirklich einen Ticken besser. Einzige, was mir nicht so gefallen hat, aber das ist meine persönliche Einstellung, ist halt, dass die Rücksitzlehne hinten sehr weit nach hinten geneigt ist. Da würde ich mir wünschen, dass es da vielleicht eine Verstellmöglichkeit gibt, dass man den Sitz
die Sitzlehne ein Stück nach vorne stellen kann. Wie gesagt, das ist aber auch mein Empfinden. Das kann aber auch sein, dass man das gemacht hat, um halt mehr Kopffreiheit zu kriegen. Ja, vorne der Sitz kann man kaum vergleichen. Also der vordere Sitz ist halt, wie ich schon gesagt habe, man ist ein bisschen mehr eingeschmiegt in den Sitz. Und insofern kann man nicht so gut vergleichen, weil der E-Soul, der hatte elektrische Sitzverstellung, die ich auf alle Fälle dazu buchen würde. Also für meine persönliche Sitzposition in den Sitz mit der Körpergröße, die ich habe, ist das einfach das Nonplusultra. Und beim alten Kia Soul, da habe ich auch mal im Verbrenner drin gesessen mit E-Sitzen, ist es genauso. Die E-Sitze haben einen Vorteil. Man kann den Sitz also wirklich hinten runter und vorne hochstellen. Währenddessen halt beim mechanischen Sitz geht der Sitz nur gerade runter oder gerade rauf. Das heißt, je tiefer ich runterfahre, weil ich halt oben mehr Kopffreiheit brauche, desto weniger Oberschenkelauflage habe ich. Und da ist schon so meine Idee. Ich bastle ja gerne am Auto so ein bisschen rum. Ich habe ja ein altes Auto, wie ihr wisst. Da kann man schön selbst dran rumschrauben. Ich könnte mir gut vorstellen, dass ich, wenn ich den alten Soul EV kaufen würde, mal angenommenerweise, dass ich irgendwann mal zu einem Schrotthändler gehe oder irgendwie über eBay oder wo auch immer man so Sachen kaufen kann, gebrauchte Sitze elektrische Sitze aus einem Kia Soul Verbrenner kaufen würde und einfach nur das Gestell umbauen würde. Sofern das geht, das weiß ich nicht. Vielleicht hat sich da schon mal jemand von euch mit beschäftigt, ob das denn funktionieren würde, dass man die elektrischen Sitze aus dem Verbrenner in die E-Version, also in den EV einbauen kann, weil die haben eine andere Bodenplatte. Und da sind halt auch die Beschläge anders. Aber vielleicht ist das so wie beim Volvo, da hat man unten halt die Sitzschiene, die halt die Länge verstellt. Und auf dieser Sitzschiene sitzt dann halt die Höhenverstellung. Wenn es jetzt bei dem Elektrositz genauso ist, dann könnte das funktionieren. Dann könnte man eventuell die Schienen austauschen, dass man halt die Befestigung unten für die Bodenplatte hat und dann einfach mal in die Elektrositze einbauen, weil die sind echt der Hammer schlechthin, weil, wie gesagt, man kann sie richtig schön in der Neigung verstellen. Das ist für mich halt wichtig. Platzangebot. Ich habe das große Gefühl gehabt, dass ich im neuen E-Soul hinten bedeutend mehr Platz hatte. Das ist aber auch die Sitzhaltung und was mir aufgefallen ist, im alten Soul EV muss unterm Sitz irgendwie so eine Erhöhung sein. Das heißt, wenn ich den Fuß drunter geschoben habe, dann war hier mit mal irgendwas im Weg und dann muss man den Fuß so ein bisschen da irgendwie so draufstellen mit den Zehen. Das fand ich so ein bisschen unangenehm. Und beim neuen Soul war das einfach eine ebene Fläche, die unterm Sitz war. Das fand ich angenehmer. Bietet aber, wenn man hinten längere Zeit sitzt, die Möglichkeit, die Beine doch weiter nach vorne zu strecken, was dann auch wieder angenehmer ist und Tick mehr Oberschenkelauflage liefert. Also von daher war wahrscheinlich mein Empfinden gar nicht mal so schlecht zu sagen, ich habe hinten mehr Sitzkomfort, mehr Oberschenkelauflage als beim alten Soul EV. Also alt immer in Anführungsstrichen. Platz hatte ich jedoch unter beiden Sitzen, weil ich den Vordersitz beim Soul EV auch gar nicht ganz runtergefahren habe, weil das für mich einfach zu wenig Oberschenkelauflage gegeben hätte und unbequem gewesen wäre. Und dann ist auch hinten das Sitzverhältnis halt, wie gesagt, oben habe ich Platz, da habe ich auch keine Probleme. Ja, die Bedienung habe ich schon gesagt, finde ich, ist bei beiden nicht schlecht. Die Optik jetzt innen drin, der alte Soul EV hat so ein bisschen den Touch vom vom Retro-Design, also alte Design-Elemente oder Sprachen wieder aufzunehmen. Also man hätte durchaus die weißen Elemente im Kia Soul EV auch mit der Außenfarbe lackieren können, so wie es früher beispielsweise im VW Käfer oder im Buckel Volvo gewesen ist. Da hat man halt die Blechelemente gehabt, die waren halt in derselben Farbe lackiert, wie die Außenlackierung war, beziehungsweise eine alternative Lackierung halt für die Innenraumeinrichtung passend abgestimmt. Da hat mir der alte sehr gut gefallen. Jetzt ist die Frage, ist ein Gangwahlhebel besser als ein Drehwahlschalter? Ich kann mich mit beiden anfreunden. In meinem Auto habe ich einen Gangwahlhebel, die muss man dann auch richtig schön durchziehen durch die Kulisse. Und bei dem neuen e-Niro und bei dem neuen e-Soul hat man halt diesen Drehwahlschalter, der total easy zu bedienen ist und auch wirklich sehr gut in der Hand liegt, also auch nicht jetzt irgendwie Probleme macht von der Bedienung her.
die Materialanmutung. Ich wurde ja mal gefragt, warum finde ich denn keine Negativpunkte? Ich erzähle immer nur Positives vom Kia e-Soul. Warum gibt es denn nicht auch mal was Negatives? Und da komme ich gleich zu. Kommen wir jetzt mal zu der Materialanmutung. Ich wurde halt, wie gesagt, schon mal gefragt, oh, du berichtest immer nur Positives über den neuen e-Soul. Gibt es denn da keine negativen Sachen? Und doch, die gibt es. Und wenn wir jetzt noch im Innenraum sind, da bin ich ja noch lange nicht durch, weil das eigentlich so der interessante Teil an dem Wagen ist, dann gehe ich jetzt mal auf die Materialanmutung an. Und wenn ich jetzt einfach nur optisch von ausgehe, dann wirkt der alte e-Soul halt ja irgendwie von den Materialien her, man sieht es ja einfach schon, dass da irgendwie so Kunstleder oder sowas drauf ist, er wirkt im ersten Augenblick hochwertiger. Und das ist auch, wenn man die Materialien anfasst, ist es einfach so, man hat im alten Kia Soul EV doch irgendeine Polstermasse noch drunter, wenn man die Türen anfasst. Das ist halt dieses Kunstleder, was man da anfasst. Klar ist auch Hartplastik mit drin. Man hat aber dann auch diese Hochglanzelemente in den Türen mit drin, die hat das Ganze nochmal so ein bisschen einen Kontrast verpassen und so ein bisschen hochwertiger darstellen lassen. Man hat halt in den Türen so diese Hochglanzelemente drin, die halt von der Optik her das Ganze noch ein bisschen hochwertiger erscheinen lassen. Von der Anmutung halt, wenn man das Ganze anfasst, es wirkt irgendwo, wie gesagt, mit dem Material, was drauf ist, ein bisschen hochwertiger. Beim e-Soul, also bei dem neuen Soul, ist es so, dass es alles Hartplastik ist. Hier auch wieder eine Tasche, wo man ja, eine mittelgroße Wasserflasche reinkriegt. Finde ich total super gelöst. Und muss hier gerade mal ein bisschen Licht einstellen. So. Ja, hier sehen wir es jetzt besser. Okay, alles Plastik, ja, aber mal ganz ehrlich, welches Auto hat das nicht? Es wirkt aber, wenn man es jetzt optisch sich betrachtet, wenn man sich das Ganze ansieht, wirkt es nicht minderwertig in dem Sinne. Es wird wahrscheinlich irgendwann minderwertig wirken, wenn da die ersten Kratzer drin sind, weil man dann wirklich sieht, das ist Plastik. Es ist allerdings so, von der Optik her, wenn man vorne drin sitzt oder auch hinten drin sitzt, man hat ja in den Türen, wenn ihr so vorne seid, von den Lüftungsdüsen aus, da diesen ja, ich nenne es mal wie so ein Wasserfall soll das sein, wo dann halt diese ambiente Beleuchtung da ihre Spielereien loslässt, was wirklich total super aussieht, also besser wie beim alten Soul EV. Aber dieses Material, was sie da eingebaut haben, dadurch, dass es ja eine gewisse durchschimmernde Struktur haben muss, damit halt dieser Lichteffekt entsteht, wirkt das so ein bisschen, ja, ich will nicht direkt sagen billig, aber so ein bisschen preiswert. Das vom Material her, also ein durchsichtiger Lego-Baustein, sage ich mal, so übertrieben gesagt. Das ist halt so ein Punkt, es gefällt einem oder es gefällt einem nicht. Von dem, wie es gemacht ist im Gesamtkonzept, dass es jetzt eine dunkle Inneneinrichtung ist, gefällt es mir wiederum ganz gut, weil es ein bisschen mehr Wärme verteilt. Ich hätte es mir aber auch vorstellen können, dass es ein Dunkelgrau sein könnte oder aber irgendwie beigefarben oder so. Das würde auch noch wirken in diesem Fahrzeug oder halt ein Dunkelbraun oder so. Jetzt mal, ja, Geschmack dahingestellt. Geht jetzt darum, wie es wirkt. Und da ist halt der alte Soul EV mit seiner hellgrau-blauen Ausstattung, also mit diesen blauen Ziernähten da ringsrum, wirkt halt ja ein bisschen kälter. Es ist halt eine helle Inneneinrichtung und da habe ich auch viele Kommentare gehört, beziehungsweise auch Berichte gehört von Kollegen und von Leuten, die halt so bei Facebook mal mitschreiben und die hat alle gesagt haben, diese helle Inneneinrichtung reflektiert einfach zu stark in den Scheiben, wenn man halt in der Sonne fährt, im Sommer unterwegs ist. Und das kann ich mir auch gut vorstellen. Ich habe es auch erlebt, wie ich selbst gefahren bin. Wobei ich sagen muss, ein schwarzes Armaturenbrett, wenn das so Hochglanz ist oder halt diese Seitenmatt hat, wie sie ja meistens sind, oder vielleicht noch irgendeiner mit so einer Armaturenbrettpolitur darüber gegangen ist, das Ganze schön eingeölt hat wie eine Specksparte. Das Ding glänzt genauso und reflektiert genauso in der Windschutzscheibe. Also
So groß ist ja jetzt der Unterschied nicht. Also notfalls legt man sich da halt, kennt man ja aus den USA, so ein Dashcover drauf. Also das ist so ein passend zurechtgeformter und geschnittener Teppich, den man darauf schmeißt. Dann reflektiert das auch nicht so doll. Ja, wenn ich dann noch auf einen Punkt eingehe, in der Spirit-Version gibt es noch das Head-Up-Display. Das gibt es ja beim alten Soul EV gar nicht und beim e-Niro auch nicht. Aber beim Hyundai Kona beispielsweise kriegt man das halt in der Premium-Variante. Ich bin damit gefahren, ich habe es auch ausgefahren gelassen und habe es mir noch so ein bisschen justiert. Man kann halt das noch so ein bisschen zu sich hinkippen oder seitlich kippen. Man kann wo auch irgendwie noch die Schrift, das habe ich gar nicht alles ausprobiert, verändern, vergrößern. Ich habe es eingeschaltet gehabt und fand es mal ganz geckig zu sehen. Im Endeffekt zeigt es genau das Gleiche an, was auch das Armaturenbrett, also der Instrumententräger vor mir wiedergibt. Das Einzige, was dieses Head-Up-Display mehr anzeigt, sind die Navigationsinformationen, also wie die zugelassene Höchstgeschwindigkeit beispielsweise oder die Wegstreckeninformation. Das ist der einzige Punkt. Ich persönlich, das ist jetzt aber, denke ich, auch so eine Übungssache, bräuchte es nicht. Wenn man damit jeden Tag unterwegs wäre, sich das richtig eingestellt hat, das will ich jetzt mal vorausnehmen, dass man sich da erstmal durchfummelt durch dieses Menü und auch wirklich alles richtig einstellt, dann mag das eine wirklich sinnvolle Geschichte sein, gerade wenn man nachts unterwegs ist. Tagsüber, jetzt wie ich den Wagen gefahren bin, würde ganz einfach mal sagen, ich brauche es nicht. Also dafür, für diese Option würde ich mir jetzt die Spirit-Variante nicht kaufen. Wohlgemerkt kriegt man aber nur in der Spirit-Variante die elektrischen Sitze. Also insofern würde ich sie auch nehmen und wie gesagt, also ich brauche dieses Head-Up-Display nicht. Ich will jetzt aber auch nicht weiter drauf eingehen. Wie gesagt, es ist eine Sache, eine Gewöhnungssache, ob man die haben will oder nicht. Wenn ich jetzt aber gerade beim Armaturenbrett bin, zum Vergleich, also vom Styling her hat man halt die alte Formsprache sozusagen übernommen und modernisiert dargestellt. Von der Optik her, gerade mit den Klavierlack-Geschichten, die da drin sind, finde ich, das neue Armaturenbrett wirkt optisch alleine hochwertiger, etwas seriöser. Also ich habe es ja schon beim Außendesign gesagt, der alte Kia Soul EV war so ein bisschen der Pubertierende, der sich so ausprobiert hat, was ich nicht schlecht finde. Gerade so der Gangwahlhebel, das war schon meine Sache, so mit diesem Knauf oben draus, so ein bisschen so Billardartmäßig sah das aus. Fand ich wirklich nicht schlecht gemacht. Jetzt von der Formsprache, wie gesagt, man hat immer noch so die Haube vorne vom Instrumententräger und dann geht es ja zur Mitte hin, hat man nochmal so eine Wulst. Das hat man ja beim alten Kia Soul EV auch gehabt, da war das aber mehr so dieses runde Element, wo vorne die drei Leuchten drin waren, die dann halt den Ladezustand angezeigt haben und davor war ja die Blende mit den Lüftungsdüsen. Die Bedienung jetzt von Heizung und Klimaanlage habe ich jetzt so eigentlich keinen großartigen Unterschied feststellen können, außer dass die Tasten sehr empfindlich sind. Also man braucht wirklich nur einmal ganz leicht rankommen, dann ist die Funktion schon ausgewählt. Was ich etwas angenehmer finde, ist die Anordnung der Mittelkonsole, wo jetzt der Gangwahlschalter, also der Drehwahlschalter zu finden ist, dass man daneben gleich links und rechts halt die Bedientasten für die Sitzheizung, Sitzlüftung, für Auto holt, für die Park Distance Control vorne, die man halt manuell dazu schalten kann, sofern man nicht schon beim Rangieren rückwärts gefahren ist vorher, da schalten sie sich automatisch ein. Diese Geschichte finde ich halt bei dem neuen besser gelöst, weil es halt direkt da platziert ist, wo auch der Gangwahlschalter ist. Vorher war das ein bisschen aufgeteilt, neben den Schaltern für oder Tasten für die Heizungsanlage, Klimaanlage. Und dann hatte man halt da, wo die Feststellbremse war, hatte man auch noch einen Schalter gehabt. Das fand ich so ein bisschen ja, zerklüftet im Gegensatz zu dem, wie es heute dasteht. Und was mir heute jedoch fehlt, was ich bei dem alten etwas besser gelöst fand,
Beim alten Kia Soul EV gab es eine Jalousie, die man über die Getränkehalter drüber schieben konnte. Also man packt ja nicht immer nur Getränke rein, man hat ja auch sein Krimskrams da drin, dann hätte man einfach die Jalousie zugezogen und hätte nicht reingucken können, was denn da drin liegt. Beim neuen ist es offen. Also Vorteil, Nachteil, wie auch immer, das muss jeder für sich finden. Was ich beim neuen sehr angenehm von der Erreichbarkeit fand, das fand ich beim alten Kia Soul etwas zu weit vorne. Da muss man sich zu weit vorbeugen, sage ich mal. Das war das Fach vor dem Gangwahlhebel, beziehungsweise halt vor dem Drehwahlschalter, wo man das Handy reinlegen kann. Jetzt ist ja eine Ladeschale je nach Ausstattungslinie drin. Und man kommt da einfach leichter ran und kann es ja, besser bedienen, sage ich jetzt mal so. Auch so die Ladeanschlüsse, die da vorne drin sind, beziehungsweise ich hatte einen USB-Stick reingesteckt mit Musik, die ich mir aufgenommen hatte. Das ist einfach, ja, recht einfach zu bedienen, ist jetzt beim alten Modell nicht schlechter gewesen, das will ich so nicht sagen. Es wirkt jetzt einfach alles nur etwas satter, weil also diese Mittelkonsole, die ist nicht mehr so einzeln abgegrenzt wie so eine kleine Insel, sondern sie geht halt wirklich gleichmäßig durch. Im Gegensatz zum eNIRO, wo es ja so eine schwebende Konsole mit dem Gangwahlschalter gibt und dann musste man runtergreifen, da hatte man die Ablage, was auch nicht schlecht ist. Also für jeden Geschmack gibt es halt ein anderes Design. So, das ist halt jetzt mal im Innenraum. Was ist mir noch aufgefallen im Innenraum? Es gibt weiterhin die beleuchteten Make-up-Spiegel, die sich automatisch abschalten, wenn man die Sonnenblende wieder hochklappt, weil der Kippschalter halt so angebracht ist, dass er halt betätigt wird in die Ausposition, wenn man halt die Sonnenblende schließt oder hochklappt. Die Bedienung ansonsten halt, wie gesagt, das ist Übungssache. Die Lenkstockhebel sind, denke ich mal, beide so ziemlich gleich zu bedienen. Also von dem, was ich halt so in Erinnerung habe vom alten Kia Soul EV und dem neuen Kia e-Soul, die nehmen sich nicht viel. Das ist immer noch da, wo alles vorher gewesen ist. Links ist Blinker und Licht und rechts hat man die ganzen Wischergeschichten mit Automatikfunktionen und all so ein Kram und Intervalleinstellung und ja, wo ich mich so ein bisschen durchgefuchst hatte, was ich beim alten Kia Soul EV auf Anhieb bedienen konnte, war das Navi. Ich habe das neue Navi habe ich bedient, indem ich einfach über Sprachnachrichten die Adresse eingegeben habe und er hat es dann auch angenommen und hat mich dahin gelotst. Aber ich konnte das Navi nicht ausschalten. Das ging irgendwie komischerweise nicht. Also ich bin halt auf dem Parkplatz am Ernst-Reuter-Platz gefahren. Er hatte aber die Adresse, war das unter der Straße 17. Juni, Hausnummer 2 oder sowas, keine Ahnung mehr, welche Adresse das war. Er wollte mich unbedingt zu dieser Hausnummer fahren. Man ist da gar nicht so richtig rangekommen. Und dadurch, dass ich auf dem Parkplatz gefahren bin, denn da eine Runde gedreht habe, fing er immer wieder an, ja, jetzt wieder wenden und zurückfahren, dann links abbiegen, dann rechts abbiegen und wie auch immer. Und wo wir denn losgefahren sind, hat er nicht aufgehört zu plappern. Und da war dann für mich das Suchen, weil im alten Zoo ist man reingegangen, man hatte links so einen Button im Display, war ich noch so in Erinnerung, wo man drauf getippt hat, dann hat er so ein Pull-Down-Menü geöffnet und da war dann halt Route ändern, Route abbrechen, wie auch immer stand da drin, man drauf geklickt und fertig war. Das habe ich beim neuen nicht gefunden. Ich bin jetzt aber auch nicht, weil es ein größeres Display ist, man da viel mehr einstellen kann, da ist jetzt auch UFO freigeschaltet, da werde ich auch nochmal ein kleines Video drüber drehen. Es gibt aber keinen direkten Button, wo man draufklickt und sagt, Route abbrechen. Irgendwann bin ich dann drauf gekommen, ich habe da ja eine Sprachsteuerung drin und habe dann einfach irgendwie was gesagt wie Navigation Stop. Und das hat funktioniert. Er hat dann halt Navigation, kam auch nochmal die Ansage, Navigation abgebrochen oder beendet, wie auch immer. Weiß jetzt nicht mehr genau. Und das Ganze hat funktioniert. Da muss man erstmal drauf kommen. Wie gesagt, es ist ein neues Auto. Insofern war es für mich auch jetzt schwer, diese beiden Autos miteinander zu vergleichen, weil ich immer noch der Meinung bin, es ist wirklich sehr schwer, diese Autos zu vergleichen, weil sie so unterschiedlich sind. Jetzt mal von der Karosserie-Grundstruktur abgesehen, die ist so halt, wie gesagt, relativ gleich geblieben. Aber halt so alles andere mit der Bedienung ist doch ein wenig anders geworden, gerade was so die Menübedienung anbelangt. Und
Lenkradbedienung, wie gesagt, ich sage einfach mal Übungssache. Das ist eine Übungssache, wenn man sich da durchgefuchst hat, erstmal durch die Bedienung, durch die Menüs, dann ist mit Sicherheit auch die Bedienung von dem, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, Autopiloten, die man da letzten Endes konfigurieren kann im Menü, eine ganz andere Geschichte. Mir gefällt es aber vom Tempomaten her, das Fahren mit den automatischen Abstandstempomaten viel besser wie jetzt mit dem manuellen Tempomaten, der halt im Kia Soul EV verbaut ist, den man ja im Endeffekt immer wieder auskickt oder halt abstellt über die Tastatur. Da fand ich halt die Bedienung halt jetzt im neuen etwas besser, wobei bei beiden Fahrzeugen ist es so, wenn ich den Tempomaten rauskicke, dann geht er gleich in die Rekuperation. Beim Elektroauto ist es ja so, ich habe eine Rekuperation eingestellt und je nachdem, wie hart die ist, die ich eingestellt habe, geht er sofort voll in die Rekuperation rein, wenn es halt die höchste Stufe ist. Und das ist halt so ein bisschen eine Übungssache. Das ist wirklich eine Übungssache und man kann ja auch über die Pedals, die ich wiederum... ich sag's mal so, das Lenkrad ist ein kleines, kompaktes Lenkrad. Es lässt sich wunderbar super bedienen vom Lenken her. Das ist also wirklich ein super schönes Fahren mit diesem Lenkrad. Für mich sind aber die Pedals zu dicht am Lenkrad dran. Und es ist einfach dadurch, dass das Lenkrad sehr klein ist, man hat dann halt diese beiden Querstreben, also diese Lenkrad von der Lenkradnarbe ausgehen. Aber diese Speichen vielmehr, genau, Speichen heißt das Ganze, ist ein Dreispeichen-Lenkrad, jetzt habe ich es. Und die beiden Querstreifen, die Speichen, wo halt auch die Bediensatelliten drauf sind, die sind halt sehr kräftig und dahinter sind dann gleich die Pedals. Und für mich war das mitunter etwas zu dicht. Aber das ist halt, ich habe sehr lange Finger, also von daher will ich das jetzt nicht sagen, dass es schlecht ist. Das ist auch wieder so eine Gewöhnungssache. Das ist so ein Punkt, der mich so ein bisschen irritiert hat, wenn ich da halt rumgreifen wollte und da waren damit mal die Pedals irgendwie im Weg. Andersrum finde ich die Pedals total super, weil man kann halt die Rekuperation darüber einstellen und das finde ich halt richtig klasse gelöst. Was ich bei beiden Autos, weil ich beim Lenkrad bin, das möchte ich noch kurz mit erwähnen, bei beiden Autos total super finde ich die Lenkradverstellung. Die haben eine Lenkradverstellung, die den Namen auch verdient. Beim Kia Soul bzw. E-Soul ist es so, also beim alten oder beim neuen ist es beides gleich. Ihr habt eine riesen Höhenverstellung und dann könnt ihr das Lenkrad noch rein und rausziehen oder schieben. Das ist längs- und höhenverstellbar, will ich damit sagen. Und dazu eine sehr gute Sitzverstellmöglichkeit. Das ist einfach das Beste, was es gibt, was ich bisher erlebt habe. Was mir noch fehlt hinten und hier Deutschland, vielleicht könnt ihr das mal mitordern. Das ist eine Mittelarmlehne hinten. Die hätte ich schon ganz gerne, gerade wenn ich das Lederpaket bestelle oder auch das Lunchpaket, da fehlt ja dann irgendwie was. Und das wäre schon toll, da hätte man dann auch noch zwei Getränkehalter. Gut, dann hätte man hinten vier Getränkehalter. Wozu braucht man hinten vier Getränkehalter? Okay. Aber eine Mittelarmlehne wäre hinten schon richtig cool. Ja, ansonsten halt hinten sitzen, genauso wie vorne, absolut top. Und jetzt gehe ich mal noch ein Stückchen weiter nach hinten in den Kofferraum. Kofferraum beim Kia e-Soul. Das ist einfach von der Variabilität her der Knaller schlechthin. Das funktioniert beim Kia Soul EV, also bei dem alten Soul EV, nicht so. Wenn ich beim alten Soul EV den Laderaumboden hoch oder die Abdeckung unten hochgenommen habe, dann habe ich so einen Styroporkasten unten gehabt, wo man halt Sachen einsortieren kann, Ladekabel und naja, ihr wisst schon alles, was man da reinballern kann. Finde ich gut, ganz einfach, man hat dann gleich alles sortiert, aber da war dann Schluss mit dem Kofferraum. Alles super sortiert und untergebracht, wirklich nichts gegen zu sagen. Hatte aber auch den Vorteil gegenüber den neuen, das muss man jetzt mal als Vorteil sehen. Dadurch, dass ich oben halt, wenn ich halt den Laderaumboden rausgenommen oder hochgeklappt habe, habe ich halt diese Styroporeinlage gehabt. Das heißt, ich bin nicht aufs Blech gekommen und habe da irgendwie was rumgeschraubt. Es war alles schön sauber einsortiert. Das hat der neue Kia e-Soul nicht. Wenn ich da den Laderaumboden hochnehme,
dann guckt mich eigentlich nur ein Riesenloch an und unten die Reserveradmulde, wo halt wieder dieses Pannenset drin ist im Styropor, schön eingepackt und der Abschlepphaken und sowas alles. Das ist total super, aber ringsrum habe ich dann halt, also ich glaube, das sind 20 cm ungefähr Höhe zwischen dem Blech unten, also dem Fahrzeugboden, und oben der Auflage, die ich halt eben habe, wenn ich in den Kofferraum einlade. Und da ist nichts. Da ist kein Ordnungssystem drunter, gar nichts. Aber jetzt kommt der große Vorteil. Dafür kann ich den Laderaumboden unten reinlegen und habe dann halt sozusagen diese 20 cm mehr Laderaumhöhe hinten im Kofferraum hinter der Rücksitzbank. Dazu gibt es noch einen Unterschied. Der Kia Soul EV, also der alte Soul, hatte Fazurösen oben im Laderaumboden gehabt, also links und rechts sozusagen neben den Laderaumboden, den man rausnehmen konnte. Die waren massiv aus Metall und da konnte man richtig auch mal ein bisschen Spanngurt hinten mit draufpacken, wenn man jetzt irgendwas Schweres drin gehabt hätte. Klappt man die Rücksitzlehnen um, wäre das eine fast ebene Ladefläche gewesen. Oder ist es halt, ne? Beim neuen E-Soul ist es so, dass wir auf dem Laderaumbodenbrett sozusagen so eine Kunststofffahrzurösen haben. Die sind jetzt aber nur für leichte Sachen, wenn man halt dieses Spannnetz da einfädelt, wo man dann halt, sage ich mal, einen Regenschirm drunter packt oder leere Einkaufstaschen oder so, dass das nicht durch den Kofferraum fliegt. Dafür ist das geeignet, aber nicht zum Verzuren von größeren Sachen, von schweren Sachen. Dafür, wie gesagt, legt man den Boden unten ein und hat dann richtig massive Verzurösen links und rechts in den Seiten drin. Da kann man dann wiederum richtig schön Spanngurt nehmen, wenn man jetzt irgendwie eine große Kiste reinpackt, einen großen Lautsprecher beispielsweise oder einen Kühlschrank, wenn der denn da reinpassen würde. Ja, nur mal so als Beispiel, irgendwie solche Geschichten halt, die kann man damit richtig verzurren und hat den Vorteil, im Gegensatz halt zu dem alten Soul EV, oder ja doch, Soul EV genau, dass man halt tiefer lädt und dadurch hat man vorne die Rücksitz Lehnen, die hat man ja umgeklappt oder sie steht senkrecht und macht das Ladegut, das liegt dann da halt gegen an und kann nicht nach vorne rutschen. Das ist wiederum im Fall eines Falles ein großer Vorteil für die Sicherheit. Ansonsten ausstattungsabhängig ist bei beiden Fahrzeugen, also beim alten wie auch beim neuen Soul, hinten eine 12-Volt-Steckdose drin, also so ein Zigarettenanzünder-Ding, wie wir es erkennen aus dem Auto. Weil es wurde ja schon mal bemängelt, dass der e-Niro das nicht hat und dass man da keine Kühltasche anschließen kann. Gut, so viele Leute haben jetzt keine Kühltasche hinten im Kofferraum, aber klar, es gibt Leute, die damit unterwegs sind. Man kann ja auch was anderes anschließen und wenn ich ganz einfach nur irgendwie einen Akku aufladen will oder sonst irgendwas. Ich kann bei beiden Fahrzeugen hinten die Lehne ein Drittel, zwei Drittel umklappen und habe, wenn halt die Ladefläche oben eingelegt ist, eine durchgängige Ladefläche, die halt nur so ein bisschen schräg nach oben fällt, weil halt die Sitzlehnen nicht ganz waagerecht aufliegen, sondern halt durch die Polsterung ein wenig hochgedrückt werden. Das ist der einzige Unterschied, sage ich mal. Ansonsten höhenverstellbare Kopfstützen hinten bei beiden. Hinten angebrachten mittleren Sitzgurts hatten wir auch schon gehabt, gibt es auch bei beiden. Und wie gesagt, ich finde den neuen Kofferraum variabler durch die Höhenverstellung des Bodens, die man da erreichen kann. Kleiner Nachteil ist halt, wenn ich unten jetzt irgendwie Kleinkram reinpacke, der liegt direkt auf dem Blech drauf. Das Fahren habe ich noch gar nicht so richtig besprochen. Fahren mit dem Kia Soul EV erstmal. Der alte Soul EV ist vom Fahren her, man muss dazu sagen, er hat hinten eine Verbundlenker, nein Quatsch, doch, er hat hinten eine Verbundlenker-Hinterachse, genau, war ich doch richtig, jetzt hatte ich schon beinahe verwechselt. Das heißt, es ist sozusagen eine Art starre Achse, die hinten mitgezogen wird. Und der Schwerpunkt bei beiden Fahrzeugen ist sehr tief. Ich habe aber beim Kia Soul EV, also beim alten Kia Soul, eher so das Gefühl, das ist so ein Go-Kart-Feeling mit Postkutschen-Charakter. Also hinten noch eine sehr poltrige Hinterachse mit einem tiefen Schwerpunkt vom Fahrgefühl her.
was nicht schlecht ist. Also da will ich gar nicht drüber jammern. Da kenne ich ganz was anderes von meinem alten Volvo. Der Wagen fährt aber nicht ganz so komfortabel wie mit der neuen Multilink-Hinterachse, die halt der neue drin hat. Beim neuen ist mir aufgefallen, er ist so ein kleinen Tick beim Bremsverhalten mehr so sänftenartig. Also er schaukelt so ein bisschen nach, wenn man halt zu hart zum Stehen kommt, also zu hart abbremst. Da wippt er so ein bisschen nach. Das ist so, das hat der alte nicht. Das habe ich da nie festgestellt. Der stand einfach. Das war so robust, ich stehe jetzt und fertig. Und der alte ist so ein bisschen, das mag aber auch mit dem Gewicht des Akkus zusammenhängen, der ist halt doppelt so groß gewesen. Er hatte einen 64 Kilowattstunden Akku drunter gehabt. Das ist natürlich auch ein Gewicht. Das sind, glaube ich, knapp 500 Kilo, die da unten drunter hängen. Das ist schon eine Hausnummer. Und die hängt auch in der Feder drin und das merkt man. Also ich fand halt den neuen vom Fahrkomfort, obwohl er auch immer noch so ein bisschen Go-Kart-mäßig ist und durch diesen kurzen Radstand und diesen hohen Aufbau und man sitzt da halt so in einem Kasten drin, sage ich mal, jetzt vom Design her gesprochen, von der Gestalt her, da wirkte der neue etwas komfortabler, aber immer noch so ein Go-Kart-Feeling mäßig. Währenddessen der e-Niro halt so doch schon so mehr die Limousine ist. Aber eine straff gefederte Limousine. Da gefällt mir vom Fahrwerk her der e-Soul ehrlich gesagt besser. Das ist jetzt aber, wie gesagt, subjektiv mein Empfinden, mein Gefühl, wie ich das Fahrzeug finde. Und ansonsten halt Gasannahme, der alte Soul EV mit seinen 100 und was hat er, 110 PS, 112 PS, 285 Newton Drehmoment, das ist total Wurstbrot, ob ihr jetzt 395 Newton Drehmoment und 204 PS habt, vom Stand weg ziehen die Dinger beide weg. Das sind beides Elektroautos, ihr tritt da aufs Blech drauf, sage ich mal, aufs Gaspedal und ihr habt mit beiden Fahrzeugen Spaß. Für die Stadt reichen 110 PS vollkommen aus. Reichweite ist dann halt wieder so ein Punkt, brauche ich jetzt viel Reichweite oder nicht, ist halt jedem das seine überlassen, aber ansonsten reicht selbst der alte Soul EV vollkommen aus und ich bin auch der Meinung, dass der e-Soul mit dem kleinen 39,2 Kilowattstunden Akku auch vollkommen ausreicht. Ja, also gerade wenn man hier so in der Stadt wohnt, da muss man nicht unbedingt den großen Akku mitkaufen. Klar, das wäre toll, dann kann man auch mal weite Strecken fahren, aber ja, ich würde sagen, es reicht, kann schnell wieder aufladen und ja, ich finde es wie gesagt nicht schlecht. Ich finde beide Autos toll. Und wenn ich jetzt entscheiden müsste oder ihr euch entscheiden müsstet, welches Auto sollte man jetzt nehmen? Kaufe ich mir jetzt einen gebrauchten oder auf Halde stehenden alten Soul EV oder aber warte ich 12 Monate, also 12 Monate X, auf den neuen e-Soul? Dann müsst ihr halt einfach nur jetzt mal gucken, will ich die neue Technik haben? Brauche ich die neue Technik? Muss ich die neue Technik haben? Brauche ich vielleicht den größeren Kofferraum? Brauche ich mehr Motorleistung, mehr Reichweite, weil ich eben jeden Tag, weiß ich, 200, 300 Kilometer in eine Richtung fahren muss oder wie auch immer. Gibt ja Vertreter beispielsweise, ne? Also will ich ja gar nicht mal sagen, es gibt Berufe, die müssen wirklich so viel fahren. Und dafür wäre dann halt der neue mit dem großen Akku halt Nummer 1. Ebenso halt bei den Sitzen. Will ich E-Sitze haben, kriege ich nur bei den neuen. Reicht mir die alte Sitzverstellung ein, weil ich nicht so eine lange Stelzen habe, wie ich sie jetzt beispielsweise habe, dann ist das vollkommen in Ordnung. Brauche ich jetzt unbedingt die Luxuspakete von den ganzen Assistenzsystemen und sowas alles, muss man halt abwägen. Der andere Punkt ist halt der, wenn ich jetzt schnell ein Auto haben will, dann wird sehr wahrscheinlich am alten Soul EV keinen Weg dran vorbeiführen, wenn ich mich jetzt unbedingt für einen Soul entscheide. Klar, es gibt noch andere Autos. Ich bin jetzt aber im Vergleich der beiden Souls. Und da ist jetzt halt die Frage, brauche ich jetzt sofort ein Auto oder nicht? Wenn ich jetzt sofort ein Auto brauche, klar, dann Gebrauchtwagenmarkt, einen gebrauchten Soul EV kaufen, beziehungsweise
Es gibt bestimmt noch den einen oder anderen Händler, der noch einen nagelneuen auf Halde stehen hat. Und da kann man dann vielleicht auch noch zuschlagen und hat ein neues Auto. Aber halt im alten Gewand. Welcher Kaufentscheid wäre sonst noch? Fällt mir spontan ehrlich gesagt keiner ein, das Design vielleicht, wenn ihr sagt, das alte Design gefällt mir nicht so, klar, dann muss man den neuen nehmen. Ladetechnik. Komme ich mit CHAdeMO zurecht oder und Typ 1 oder brauche ich Typ 2 und CCS? Was in meinen Augen immer noch die Zukunft ist, beziehungsweise Gegenwart und Zukunft. CHAdeMO hat hier in Europa oder in Deutschland zumindest, in Frankreich sieht es ja wieder ganz anders aus, in Deutschland kann es passieren, dass es demnächst nicht mehr so viele neue Ladesäulen gibt, die auch CHAdeMO unterstützen. Ich habe aber schon gehört von Leuten, die beispielsweise Nissan ENV 200 fahren oder auch den alten Soul EV oder den Nissan mit CHAdeMO vorne drin. Die fahren an die Ladesäule und CHAdeMO ist meistens immer frei. Nützt mir beim Triple Charger allerdings nichts, wenn schon einer mit CCS lädt, weil dann kann ich parallel nicht noch mit CHAdeMO laden. Das geht nicht. Ich kann ihn halt nur einstöpseln, schon mal anmelden und wenn der dann sein CCS rauszieht, dann kriege ich automatisch in der Regel immer die Freischaltung für meinen Ladevorgang. Welchen Unterschied habe ich noch? Das ist halt die Bedienung beispielsweise beim neuen eSoL, wo ich halt das große 10,25 Zoll Display habe, was halt eine super geile Auflösung hat, wo ich sogar Menüs dann noch miteinander neu kombinieren kann, wo ich auch wischen kann, wo ich Menüs blättern kann. Das Hauptmenü bleibt gleich, aber ich kann das Nebenmenü halt auf und runter blättern und habe dann noch die Einstellmöglichkeit für andere Geschichten. Das ist halt auch ein tolles Teil, ne? Also auch UFO, wenn ich jetzt das Fahrzeug fernsteuern will, also Heizung, Klimaanlage, wie auch immer, Ladevorgang ein-ausschalten, das kann ich beim alten hier in Europa nicht machen. Da müsste ich in den USA sein, da würde sowas auch noch funktionieren, aber hier geht es leider nicht. Ja, also müsste ich mich jetzt entscheiden, ist es wirklich eine Gewissensfrage. Weil ich finde den alten Kia Soul EV immer noch ein absolut geiles Auto. Der neue eSoL ist einfach der Burner, wie man so schön sagt. Das ist einfach boah, noch ein mächtiger Haufen Torte obendrauf sozusagen. Und das ist einfach von der Optik her gefällt er mir ein Ticken besser, weil er erwachsener wirkt. Er hat die bessere Technik drin. Aber ansonsten, ja, ein großer, kleiner Akku wäre halt die Frage, brauche ich unbedingt den großen Akku oder reicht mir auch der kleine Akku aus? Ich meine, man spart ja auch ein bisschen Geld dabei, ne, darf man auch nicht vergessen. Und brauche ich unbedingt den großen Akku oder würde ich auch den kleinen Akku nehmen, weil er mir vollkommen ausreicht? Übrigens, Anhängerkupplung gibt es für beide nicht. Es soll allerdings schon, beziehungsweise es gibt schon welche. Alte Kia Soul EV, da haben sich die Leute in der Hängerkupplung nachgerüstet, weil Anhängerkupplung geben tut es ja für den Soul, aber halt nicht eingetragen und zugelassen für den Soul EV. Aber irgendwie haben es die Leute geschafft, ich weiß gar nicht wie, halt eine Anhängerkupplung anzubauen und die auch eingetragen oder nicht, Fragezeichen zu betreiben, sogar einen Anhänger ranzuhängen. So, das soll es jetzt mal von meinen mega lang. Ich weiß gar nicht, wie lange ich hier jetzt am Reden und am Vergleichen bin. Vergleich zwischen dem alten Kia Soul EV und dem neuen Kia e-Soul gewesen sein. Insofern hoffe ich, dass ich euch da ein paar Fakten und Daten und wie auch immer mal gegenüberstellen konnte, auch mit den Bildern, die ich hier so eingeblendet habe. Dass ihr halt mal so ein bisschen seht, wo gibt es denn da überhaupt einen Unterschied, was würde mir vielleicht doch besser gefallen oder nicht. Und wohin entscheidet ihr euch denn für den Kauf? Wäre mal interessant, könnt ihr mal in die Kommentare reinschreiben, welches Modell würdet ihr eh kaufen oder eher kaufen, den alten Kia Soul EV oder den neuen? Und dann, wenn den neuen, mit welcher Ausstattung und welchen Akku beispielsweise? Das würde mich ja mal interessieren, für was ihr euch entscheiden würdet. Würdet ihr generell sagen, ach, wenn schon, denn schon, nehme ich den großen Akku? Oder sagt ihr, 136 PS, 100 kW reichen mir vollkommen aus und 39,2 Kilowattstunden Akkukapazität reichen auch vollkommen aus. Ich würde den kleinen nehmen. Wie auch immer.
Schreibt das mal in die Kommentare rein, auch wenn ihr vielleicht noch ein paar Anmerkungen zu dem habt, was ich jetzt hier erzählt habe, auch von der Bedienung her. Es gibt ja schon einige in Privathand von den neuen hier ESOL. Ja, wie gesagt, das soll es jetzt mal gewesen sein. Vergesst nicht, einen Daumen rauf da zu lassen. Diesen Kanal könnt ihr auch gerne weiterhin da unten abonnieren. Kostet kein Geld. Ihr braucht lediglich eine Registration oder eine Registrierung bei YouTube. Einfach nur so kurz mal registrieren. Kostet auch kein Geld. Dann könnt ihr hier auch den Kanal abonnieren und kriegt halt immer eine Mitteilung, wenn ihr denn da nochmal aufs Glöckchen drückt. Das ist die Voraussetzung, wenn ich ein neues Video hochgeladen habe. Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag, schönen Abend, wie auch immer, wenn ihr dieses Video seht. Und bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Hier haben wir noch einen praktischen Griff zum Zuziehen der Heckklappe. Klappt sogar.